please take this opportunity to pay a visit to our official store where memorabilia from today's match are now available. Ja, für die Spieler und Anhänger des Vereins geht es hier in erster Linie um die Ehre. Unentwegt hallen Fangesänge durchs Stadion, die stolzen Hymnen und Lieder des Vereins. Die perfekte Geräuschkulisse für diese Partie. Ein Stadion mit einer Atmosphäre, die es so eben nur im Old Trafford gibt. Einmaliges Fehlen vor allem auf der Westtribüne, dem sogenannten Stratford End. Ja, und das Spiel hier, das ist schon im vollen Gange. Wenn ein Spieler weiß, wann er sich mal kurz zurückfallen lassen muss und dann das... Vinicius Junior! Einfach nach vorne geschlagen. Und ab die wilde Fahrt. Ein schwacher Pass. Im Ansatz war der Konter gut, aber dann machen sie in Überzahl zu wenig draus. Er hat den Ball und versucht, das Spiel sehr schnell zu machen. Gut gesehen, guter Laufweg. Moukoko ist, und da kommt der Abschluss. Stark gehalten. Moukoko hat da wahrscheinlich gedacht, der Keeper wäre schon geschlagen, aber denkste. Eine gute Flanke. Messi. Ab auf die linke Seite. Mbappé. Mbappé mit der Hereingabe. Die Gelegenheit. Sehenswerter Versuch. Fahid kommt zum Abschluss, macht das Ding nicht rein, auf ein neues. Gutes Auge, guter Pass. Und ab geht die Post. Die Gefahr ist fürs Erste vorbei. Eckball. Weg damit. Er versucht's. Das wird nichts. Weit vorbei. Sie versuchen es aus dem Rückraum. Und das liegt nach meiner Einschätzung auch daran, dass sie es nicht schaffen, sich wirklich in die gefährliche Zone hereinzukombinieren. Davis. Dzeko. Mbappé. Kein Problem für den Mann im Kasten. Alexander-Arnold. Auch wenn hier noch kein Treffer gefallen ist, unterhaltsam finde ich es bisher schon. Ja, seien wir mal ehrlich, die Erwartungen waren schon etwas höher als das Spielniveau, aber das kann sich ja noch ändern. Das Team versucht, mit Kombinationen da durchzukommen. Mbappé. Vinicius Junior. Das ist mal... Vinicius Junior. Ordentlicher Schuss und auch präzise ausgeführt. Jetzt heißt es Augen auf für den Mitspieler. Rabiot. Flanke Rabiot. Gut mitgespielt vom Verteidiger. So kommt der Ball nicht durch und es gibt nur Ecke. Weg mit dem Ding. Moukoko. Jetzt könnten sie schnell umschalten.
Ja, dann geht's plötzlich ganz schnell in die andere Richtung. Das ist Dzeko. Tolles Zuspiel. Neymar. Das ist ein Torwart. Das ist ein Torwart. Eine brillante Aktion. Ausgezeichnete Reflexe. Das sah eigentlich nach einer hundertprozentigen Torchance aus. Manchester United. Jetzt mit dem dritten Eckball. Ihr Gegner hat bis jetzt der perfekte Kopfball. Da hat nicht wirklich viel gefehlt. Fair hätte mit Sicherheit aus dieser Szene mehr machen können. Sergio Ramos. Wichtig, dass er da zur richtigen Zeit am richtigen Ort steht. Langer Abschlag vom Keeper. Nein, der kann den Mitspieler nicht erreichen. Pirlo. Das ist Mbappé. Ein hochinteressanter Ball. Jetzt der Abschluss. Ah, der ist unglaublich handlungsschnell. So unkontrolliert. Da musste er blitzschnell reagieren. Das hat er getan, das hat er gut gemacht, aber zum Torreiz nicht. Gut gelöst, die Situation. Ein schwacher Pass. Messi. Er probiert's einfach. Schade, aber ein paar Zentimeterchen zu hoch. Sie versuchen es in dieser Szene, man kann fast sagen, mit Gewalt. Aber sie finden nicht den Weg ins Tor. Mbappé. Okay, das sieht vielversprechend aus. Ganz ordentliche Chance. Nur der Ball hat es nicht zum Kollegen geschafft. Ein hochambitionierter Passversuch. Eigentlich hatte der Ball nie eine Chance. Hier ist Neymar. Neymar. Das war doch eigentlich eine vielversprechende Situation. Die anderen waren doch da. Warum bindet er sie nicht ein? Nein, der kann den Mitspieler nicht erreichen. There will be 1 minute added time. Moukoko. Und jetzt kann er den Konter einleiten. Chance für Vinicius Junior. Ein schwacher Pass. Das ist das Ende der ersten Hälfte. Schade, dass sie jetzt in die Kabine müssen. Die hatten einen richtig guten Lauf in den letzten Minuten. Ich bin mir sicher, die hätten gerne weitergespielt. 0:0 zur Pause. Hoffen wir auf Tore in Durchgang 2. Jetzt also laufen die zweiten 45 Minuten. Die Teams gehen mit einem 0:0 in die zweite Spielhälfte. Da waren sie hellwach, gut gespielt. Da war er voll auf der Höhe. Tempo Gegenstoß. Er kann sich die Ecke aussuchen. Das war ein herrliches Tor. Sensationell von Kylian Mbappé. Er hat nicht lange gebraucht, um nach der Halbzeit wieder auf Betriebstemperatur zu kommen. Aber es ist bekannt, dass er Mr. Zuverlässig ist. Und hier zeigt das mal wieder. Das war gut antizipiert, allerdings auch ziemlich fahrlässig gespielt vom Gegner. Aber den Konter, den haben sie klasse ausgespielt und klasse abgeschlossen. Da ist es, das erste Tor der Partie. Sie sind mit Schwung, mit Elan und mit einem Tor zurückgekommen aus der Kabine. Der kommt in ganz gefährliche Region. Und das war's schon wieder. Den muss er machen. Da ist die Möglichkeit. Eine Glanzleistung des Keepers. Mbappé hat da eigentlich alles richtig gemacht, aber das war einfach eine Riesenaktion vom Torwart. Eckball, die zweite. Auf der anderen Seite stehen wir übrigens bei 3 Eckbällen.
Er versucht es mit dem Abschluss. Standardsituation verteidigt und jetzt die Konterchance. Da wird aus einer Ecke, also eigentlich einem Vorteil, plötzlich ein Nachteil für die eigene Mannschaft. Messi. Klasse durchgesteckt. Mbappé hat die Chance. Das funktioniert noch nicht so richtig. Sie müssen an ihrem Passspiel arbeiten. Mbappé hat die Chance. Und er zieht ab. The attendance for this match was 70, er stellt den Gegner ganz schwer und schnappt sich die Kugel. Nein, der kann den Mitspieler nicht erreichen. Messi. Gut freigelaufen. Jetzt muss ihn der Teamkollege nur noch sehen. Und gleich wieder zurück. Er zieht auf. Da wackelt das Netz. Damit hat er eine zweistellige Trefferquote erreicht. Erst denkt man, sie hätten ihn im Griff und dann zaubert er so ein Ding aus dem Hut. Moukoko ist ja ein Spieler, der wie kaum ein anderer seinen Körper einsetzt, der den Ball behauptet, auf engstem Raum, auch gegen mehrere Gegner, so wie hier. Er macht das Tor. Deutschland, jetzt mit einem ganz bequemen 2-Tore-Vorsprung. Sie haben durch das zweite Tor zusätzlich an Dominanz und Selbstvertrauen gewonnen. Jetzt müssen Sie das Ding nur noch nach Hause fahren, indem Sie entweder einen Treffer nachschieben oder hinten dicht machen. Bin gespannt, für welche Strategie. Und noch ein Tor. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Sie sich das noch mal nehmen lassen. Der ist so gedankenschnell, der hat so ein Näschen. Klasse. Ein Blick auf seine Trefferquote reicht, um zu wissen, wenn dieser Mann die Chance bekommt, dann knipst er. Damit also steht's 3:0. Überhaupt keine Frage. Eine Mannschaft hat hier gerade jetzt einen richtigen Lauf und den sollten sie jetzt versuchen auszubauen. Ein guter Ball und sie sind durch. Gut, jetzt müssen sie den Raum nutzen. Manchester United hat hier großes Glück gehabt. Da müssen sie aufpassen. Wenn der Gegner in Überzahl ist, so wie in dieser Situation, dann muss die Aktion sitzen. Eine zweite Chance gibt's nicht mehr. Und er hat alles, aber wirklich alles richtig gemacht. Und seiner Mannschaft hiermit das Gegentor erspart. Das sah vielversprechend aus, aber dann wussten sie wahrscheinlich gar nicht, dass sie in Überzahl waren. Dass sie das ganz anders hätten lösen können. Mbappé hat die Chance. Das hätte der vierte Treffer sein müssen. Sie können Umschaltspiel, sie haben Speed und Tempo, aber sie haben nicht die nötige Präzision im Abschluss. Pirlo will die Kugel reinbringen. Er zieht ab und da macht er sein Tor. Also man kann nicht behaupten, dass sie sich auf ihrem Vorsprung ausruhen würden. Sie setzen hier noch einen drauf. Das erlebt man immer wieder im Fußball. Bei der einen Mannschaft geht... Das ist die Möglichkeit. Gut reagiert vom Torwart. Sie liegen hinten, sie brauchen das Tor, aber deswegen sollten sie nicht kopflos agieren. Die vierte Ecke, nur mal so zum Vergleich, der Gegner hatte bislang 3 Ecken. Und jetzt gibt es dann doch die überraschende Konterchance. Ja, das ist natürlich immer das Risiko. Jetzt den präzisen Pass spielen. Die Chance! Und Tor! Der Schiedsrichter sagt, kein Tor. Genau richtig, kein Tor. Die Fahne des Assistenten ging nach oben. Es war eine enge Entscheidung, aber ich denke, es war die richtige. Die einen sind enttäuscht, die anderen erleichtert, während die Partie weiterläuft. Richtig guter Ball, das könnte klappen. Und der sitzt! Die werden hier komplett auseinandergenommen. Alles geht. Die Tore fallen am Fließband. Denen gelingt heute wirklich alles.
Sie zerlegen ihren Gegner in seine Einzelteile. Die spüren natürlich, jetzt im Moment sind wir am Drücker und diese Situation müssen wir ausnutzen. Auf zur nächsten Chance. Morata. Augen auf und ab nach vorne. Schon läuft der Gegenangriff. Mbappé. Gut gesehen, guter Laufweg. Sie hatten die Überzahl. Solche Chancen kriegst du nicht oft. Du musst einfach mehr draus machen. Sergio Ramos spielt den Feuerwehrmann. Gutes Auge, guter Pass. Und die Kontergelegenheit. Neymar. Ein schwacher Pass. Und das war's. Der Referee pfeift die Partie ab. Heute hat man dem Gegner gezeigt, wer Herr im Haus ist. Am Ende war es ein wahres Schützenfest. Moukoko. Er ist heute natürlich der Man of the Match.